Moin Leute, mein Name ist Johnny Akas, hört ihr leid und willkommen zum ultimativen Guide zum Rattenclan in Northgard. In diesem Video werde ich dir die besten Strategien und Taktiken zeigen, um eine starke Armee und Wirtschaft aufzubauen. Aber bevor wir starten, stelle ich dir eine Frage. Was findest du am Rattenclan so besonders? Alle weiteren Besonderheiten erfährst du jetzt im Video. Der Rattenclan in Northgard bringt neue Mechanics mit sich, welche in Verbindung mit gut platziertem Micromanagement den Clan zum Schein bringen. Wir werden uns zu Beginn die Clan-Features und Boni angucken, gefolgt von zwei Build-Orders und Tipps zum Militär, um das ganze Potenzial aus dem Rattenclan zu schöpfen. Der Clan kommt mit 3 Sternen der Schwierigkeiten, 2 Sterne im Bereich Entwicklung und Militär und wieder 1 Stern für Unterstützung. Damit ist der Clan nicht gerade einfach zu spielen, das liegt aber an der speziellen Spielweise des Clans. Wenn man den raus hat, kann der Clan wirklich sehr stark werden und sehr viel Spaß. Mit dem Clan können wir keine Häuser bauen. Die Dorfbewohner wohnen stattdessen in nicht mystischen Gebäuden, wie einem Holzfällerlager oder Nahrungsgebäuden und so weiter. Wenn einmal die maximale Anzahl an Bewohnern erreicht wurde, werden neue Bewohner in einer Bevölkerungsreserve gespeichert und warten. Außerdem kommen neue Dorfbewohner verwundet an und verwundete Dorfbewohner schaden der Zufriedenheit nicht. Der Clan hat außerdem ein neues Gebäude, und zwar das Schamanenlager, das die Heilerhütte ersetzt und Schamanen ausbildet. Schamanen heilen mehrere Einheiten im Gebiet gleichzeitig und es ist egal, ob die Einheiten im eigenen Gebiet sind oder nicht. Man kann also außerhalb des Kampfes seine Einheit im neutralen Gebiet heilen, solange der Schamane dabei ist. Einheiten, egal ob Verbündete oder Gegner, werden im Schamanenlager auf einem Scheiterhaufen verbrannt und erzeugen dann Wissen und beschleunigen die Dorfbewohnerankunft. Die Mechanik ist ein bisschen weird, weil hier Dorfbewohner und neutrale Creeps wie Wölfe oder so dazuzählen, egal ob sie jetzt in deinem Gebiet sterben oder nebendran. Und gegnerische Einheiten zählen nur dazu, wenn sie in deinem Gebiet sterben. Zu guter Letzt verfügt der Clan auch nicht über Feasts, sondern über eine neue Mechanik, die Überstunden. Damit kann der Clan jegliche Produktion im Austausch gegen die Gesundheit von Arbeitern boosten. Ab 200 Ruhm konsumieren deine Dorfbewohner, die geheilt werden, 30% weniger Nahrung und ab 500 Ruhm erhöht sich deine Bevölkerungsreserve um 4. Außerdem verlängert sich die Dauer vom Scheiterhaufen auf 6 Monate. Mit unserem Relikt, die Flamme von Muspelheim, können wir die Reinkarnation von Garm im Schamanenlager für 300 Nahrung beschwören. Garm kommt mit der passiven Fähigkeit brennende Wut und damit heilt er sich, solange ein Scheiterhaufen aktiv brennt und kriegt plus 1 Angriffsschaden pro aktiven Scheiterhaufen. Zusammen mit unseren Start- und Ruhmboni können wir eine krasse Echo aufbauen und im Late Game fast pausenlos unsere Arbeiter auspeitschen und Überstunden arbeiten lassen. Währenddessen heilen unsere Schamanen und wir verbrauchen durch die Ruhmboni auch weniger Nahrung. Damit steht uns im Late Game eigentlich fast jede Siegbedingung offen. Üblicherweise wird aber auf Vorherrschaft gespielt, weil der Clan sehr einfach gute und starke Armeen aufbauen kann, die im Verlauf des Kampfes stärker werden, wenn sie Leben verlieren. Mit dem Clan bin ich in der Regel auch kein Fan vom Ruhm- oder Handelssieg, weil sie für den Clan auch nicht so einfach zu erreichen sind. Bei sehr langen Games bleiben die Optionen aber offen. Ein Wissenssieg kann man mit dem Clan und der Scheiterhaufen-Mechanik auch besser erreichen als mit anderen Clans, aber ich würde eigentlich immer auf Vorherrschaft gehen. Mit dem Rattenclan müssen wir ins Late Game kommen, um richtig stark zu werden. Um das so schnell wie möglich zu erreichen, werden wir oft Überstunden machen und mit genug Schamanen dagegen heilen. An diesem Punkt ist Micromanagement ganz wichtig, damit wir ungefähr einen Schamanen pro Gebiet haben, der heilen kann. Je mehr Schamanen in einem Gebiet sind, desto schneller werden die Einheiten auch geheilt, was wir aber nicht unbedingt wollen. Mit unserem Ruhm-Bonus von 200 Ruhm wollen wir Einheiten eigentlich durchgehend heilen, anstatt sie auf Full Life zu haben. Also nicht zu viele Schamanen im Gebiet haben, sondern diese zum Angreifen schicken. Um schneller das Late Game zu erreichen, werden wir relativ früh eine Schmiede bauen und unsere Nahrungsarbeiter und Seefahrer und Schamanen upgraden. Außerdem werden wir Carpentry Mastery holen, um unsere Gebäude abzugraden. Später im Spiel werden wir für unsere Armee noch unser Relikt holen. In der Regel haben wir genug Nahrung, um uns auszubreiten und Garben zu holen, wie man auch im Gameplay sehen kann. Im Detail heißt das, dass wir mit dem Speercamp und einer Holzfällerhütte normal starten. Danach bauen wir direkt ein Schamanenlager, unser Langschiff-Dock und ein Nahrungsgebäude mit Silo. Jetzt holen wir direkt eine Eisenmine, um früh Eisen zu bekommen, und eine Schmiede, um direkt die Verbesserung zu holen. Unsere Kriegsheldin kostet nur Gold und kein Eisen, womit wir direkt auf Verbesserung gehen können. Anschließend holen wir weitere Schamanenlager, nochmal Eco-Gebäude und eine Steinmine für die Gebäude-Upgrades. Zum Schluss bauen wir noch weiter fleißig unsere Schamanenlager aus und greifen an. Mit unserem Wissen wollen wir nach Sharp Access direkt Carpentry Mastery holen. Danach holen wir Colonization, Medicine und zum Schluss gehen wir den mittleren Militärstrang entlang. Eine Alternative zum Powerhouse Echo-Build ist ein Mjölnir Rush gepaart mit Axtwerfern. Das neue Relikt gibt aufgewerteten Einheiten eine Chance auf AOE-Damage und der Rattenclan kann früh seine Einheiten aufwerten und genug Eisen für das Relikt zusammenbringen. Dafür brauchen wir aber viel Gold und Eisen und gut gespielt kann man dann auch früh angreifen. Es ist aber wie gesagt schwer. Wir wollen mit dem Build nicht so viele Schamanenlager bauen, sondern eher Axtwerfer und unser Eisen direkt in Axtwerfer und Mjölnir investieren.
Dafür holen wir nach der Schmiede die Axtwerfer und ein weiteres Langschiffdock, danach so schnell wie es geht Mjölnir. Mit Mjölnir und den Axtwerfern sollten wir es schaffen, Armeen zu Platzen zu bringen. Und vorne haben wir ja noch unsere Kriegsheldin und 1 bis 2 Schamane zum Tanken. Unser Wissen stecken wir dann früher in den mittleren Strang, um unser Militär zu buffen. Die jeweiligen Lore-Orders findest du auch in der Videobeschreibung. Mit den 2 Spielweisen rückt der Kleine in eine gute Position. Sie sind aber auch nur Ideen und mich würde es brennend interessieren, wie du den Clan bisher so gespielt hast. Schreib es mir doch am besten jetzt mal in die Kommentare. Allgemein fokussiert sich unser Wissen auf Überbevölkerung und verwundete Einheiten. Es passt sich einfach den Ratten an. Mit Invasion kriegen wir für das Besiegen neutraler Fraktionen einige derer Ressourcen und können uns beim Besiedeln der Gebiete in deren Häuser niederlassen. Enrollment sorgt dafür, dass es 30% weniger kostet, verwundete Dorfbewohner in Einheiten umzuwandeln und Pain Suppressant lässt verwundete Einheiten 20% schneller angreifen und laufen. Mit Blood Ties bekommt unsere Kriegsheldin Aya eine Fähigkeit, mit der sie einen Teil ihres Lebens opfert, um Einheiten im selben Gebiet für die nächsten 5 Sekunden zu heilen. Aber Achtung, das ist ein fester Teil des Lebens und nicht prozentual, also sie kann dadurch auch sterben. Zum Schluss haben wir noch Overcrowding, womit wir 2 gleiche Gebäude ins gleiche Gebiet stellen können. Mit unserem Stein wollen wir nach dem Clanhaus in der Regel erstmal unsere Nahrungsgebäude aufwerten und anschließend unsere Langschiffsdocks oder die anderen Handelsgebäude. Danach werden wir das letzte Stein in die Schamanenlager stecken und diese aufwerten. Mit unserem Eisen wollen wir früh die Arbeiter für die Nahrung und die Seefahrer oder Händler upgraden und die Schamanen. Im Optimalfall schaffen wir das auch im ersten Jahr. Danach holen wir unser Relikt. Je nach Spielweise verändert sich auch die Reihenfolge für die Upgrades. Aber das ist so der übliche Weg für das Powerhouse Echo Build. Mit dem Clan wollen wir dann den Legions Pfad wählen, da wir auf viele Gebäude-Upgrades gehen und wir durch die einzelnen Upgrades profitieren. Die Schamanenlager und die Schamanen sind in der Regel die Einheiten, die wir bauen und upgraden wollen. Mit den aufgewerteten Gebäuden kriegen wir auch eine große Armee hin, die wir auch brauchen werden. Denn wir wollen gleichzeitig angreifen können und einige Einheiten im Dorf haben und unsere Bewohner zu heilen. Hier sieht man, dass es zwar eine starke Mechanik ist, dass unsere Heiler auch angreifen können, wir sie aber auch nicht alle in den Kampf schicken können. Apropos Healing, unsere Schamanen und Kriegshelden heilen auch außerhalb unseres Gebietes. Sprich, man kann den Feind belagern oder einfach darauf warten, dass sich deine Einheiten heilen, ohne dafür in die Base zu müssen. Unsere Kriegsheldin Aya ist auch ganz besonders, da sie, wie gesagt, freundliche Einheiten heilen kann. Bewerten wir jetzt den Clan. Die Stärken vom Rattenclan liegen auf der Hand. Mit genug Micromanagement können wir eine krasse Echo aufbauen und so unser Militär boomen lassen, sodass wir im Late Game wirklich sehr stark werden. Wenn du ins Jahr 3 bis 4 kommst, bist du wirklich unaufhaltsam, da du krass viele Ressourcen hast und die direkt nutzen kannst, um anzugreifen. Mit der Bevölkerungsreserve kann man sich auch relativ schnell von Verlusten erholen und sich gut erneut aufbauen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch ein sehr schwaches Early Game, vielleicht sogar das schlechteste im Spiel, was den Clan in der aktuellen Rush-Meta leider sehr anfällig macht. Außerdem können wir nicht sonderlich gut scouten, da unsere Scouts schon verwundet in die Welt kommen und somit schneller sterben. Wenn man es aber geschafft hat, sollte einem nichts mehr im Weg stehen. Nichtsdestotrotz kannst du gegen den Clan sehr gut Early Game Clans wie den Wolfs- oder Adler-Clan spielen. Der Rattenclan macht wirklich sehr viel Spaß. Die Musik ist der Hammer und mit etwas Micromanagement kann er effektiv genutzt werden, um die Gegner zu vernichten. Man kann ihn aber nicht in jedes Matchup einfach reinpicken, weil die aktuelle Meta dem Clan nicht in die Karten spielt. Ich hoffe, dir hat der Guide zur Ratte gefallen. Hier rechts findest du jetzt noch den Guide zum nächsten Clan.